Ich kann die Kopfhörer abnehmen und ihr hört mich trotzdem, ja? Ich mache das zum ersten Mal mit so einer Kopfhörerbühne. Schön, dass ihr alle da seid und euch dafür interessiert. Ein paar Gesichter habe ich schon gestern im Gehaltsworkshop gesehen. Genau. Ich mache auch was zur Gehaltswarnung. Falls wir heute nicht fertig werden, wir haben auch einen Stand hier. Wir sind hier auf der Republika, weil wir auch ein paar Partner betreuen, die alle übrigens Leute suchen zum Mitarbeiten. Also wer hier hingekommen ist, weil jemand auf Jobsuche ist, hier gibt es ganz viele Leute, die Leute suchen, die Mitarbeitende suchen. Das nur vielleicht kurz vorweg. Konkurrenz ist ein Märchen. Das ist natürlich so ein bisschen wahr, aber auch so ein bisschen nicht wahr. Natürlich kennen wir das alle, dass wir in Konkurrenzsituationen sind. Aber ich habe diesen Titel so gewählt, weil wir uns in der Arbeitswelt gerade in einer ganz besonderen, seltsamen Situation befinden, dass nach Jahrzehnten des Arbeitsplatzes, Arbeit ist Chefin-Sache, Arbeit ist das Allerwichtigste. Hauptsache, du hast einen Arbeitsplatz und du kannst alle Förderung kriegen und für dich werden Wälder gerodet auf der Welt, wenn du Arbeitsplätze schaffst. Und jetzt sind alle hier und denken so, oh, Fachkräfte, wenn wir nochmal Leute hätten, die arbeiten könnten. Und zwar alles. Hier vom ITler, aber eben auch bis zur Krankenpflegerin und zum Erzieher wird alles plötzlich gesucht. Also es ist beides gleichzeitig gerade. Es ist total absurd. Das heißt, es funktioniert, wir sehen jetzt sehr deutlich, dass es nicht mehr funktioniert, dass der Markt das nicht mehr regelt. Und ich sage immer, der Markt regelt es nicht mehr, dass ein knappes Gut, wie zum Beispiel Arbeitskräfte, dann dazu führt, dass die besten, die passendsten Leute dazu kommen. Das funktioniert einfach nicht mehr. Oder dass die dann zum Beispiel auch am besten bezahlt werden. Das hatten wir gestern in dem Workshop, weil das gilt für ein paar Berufe, ein paar hochdotierte Berufe und für die ganz systemrelevanten Berufe, die auch sehr, 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 sehr Mangelware sind von Lehrerinnen und Lehrern über eben in der Pflege und überall, die werden dafür nicht besser bezahlt. Also da regelt der Markt das überhaupt nicht. Da ist es zwar ein knappes Gut, aber deswegen legen die Leute ja nicht mehr Geld auf den Tisch als Gehalt. Also so diese Idee von Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt ist einfach nicht so, wie wir sozialisiert sind oder wie ich zum Beispiel auch sozialisiert wurde. Wobei das als letztes noch zur Konkurrenz selber. Ich bin im Orient zum Teil groß geworden und musste schon immer so ein bisschen lachen. Wenn man hier in Deutschland zum Beispiel Schuhgeschäft aufmachen will, dann macht man so eine Marktanalyse und wo so ein Schuhgeschäft mit dieser Art von Schuhen vielleicht noch nicht so, irgendwo zu finden ist. Und im Orient sagt man, ich will einen Stoffladen aufmachen, ich gehe dahin, wo alle sind. Weil das ist so logisch, das ist alles Konkurrenz, aber wenn jemand Stoff oder Schuhe kaufen will, geht er in die Straße, wo es Stoffe und Schuhe gibt. Ist ja für den Kunden, es ist nur ein Konstrukt, es ist nur eine Kultur und sich darüber mal, das ist das, was wir flippen. Was wir an vielen Stellen überlegen, ist das wirklich so, wie wir das gelernt haben? Und warum verhalten wir uns so? Warum verhalten wir uns so, als wäre das eine Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt, wo wir gleichzeitig wissen, es werden unfassbar, das ist fast ausgeglichen inzwischen. Es werden fast genauso viele Leute gesucht, wie Leute Stellen suchen. Es passt halt nicht. Deswegen glaube ich, wir haben ein Jobmatching-Problem. Wir haben kein Arbeitskräfteproblem. Ich übertreibe natürlich so ein bisschen, aber wir haben auch kein Arbeitsplatzproblem. Wir haben das Problem, dass wir den Job ein bisschen falsch verstanden haben. Die meisten, ich frage jetzt mal hier lieber nicht rum, aber es gibt Leute wahrscheinlich auch, die wenigstens, die zu uns zu Flip Job Market kommen, das ist auf jeden Fall wahr, kommen zu uns, weil es gerade so richtig rund läuft im Job. Die meisten denken sich so, oh, so eine kleine Veränderung, so ein bisschen mal was anderes, ein bisschen mehr Geld, ein bisschen nettere Kollegen, kein Burnout, kein Bullshit, nichts Langweiliges auch, kein Bore-out. Die meisten sind dann schon in der Idee, was sich zu verändern. Und die meisten, die wir heute leben, also ich habe auch Kinder, jugendliche Kinder, da wird es auch nicht mehr so sein, dass man einen Job macht, den macht man sein Leben lang. Auch nicht einen Beruf, den macht man sein Leben lang. Das heißt, man hört mich nicht mehr? Ach so, das sah gerade so aus, als ob man mich nicht hört. Ah, okay. Ja, ich musste gestern laut sprechen, weil das nicht funktioniert hatte mit den Kopfhörern. Ich bin das jetzt gewohnt, laut zu sprechen, auch ohne Kopfhörer und Mikro. Und die meisten kommen zu uns und sagen, ich suche schon ganz lange einen Job und versuchen vor allen Dingen das, was sie bisher gemacht haben. Und es ist unglaublich schwer, was anderes dann zu machen. Ich habe 20 Jahre das und das gemacht und dann muss ich mich ja vorstellen und mich selbst präsentieren und wo ich schon war und wen ich schon kenne und wie toll ich bin und dieser Lebenslauf und Motivation. Wie soll man denn da woanders hinkommen? Das ging mir halt von, 10, 15 Jahren auch mal so. Und ich wollte aber raus aus diesem ganzen Setting eigentlich. Ne? Auch aus diesem ganzen, ich dachte, ich kann nichts anderes und ich habe nur dieses Netzwerk. Und das, was die meisten Menschen machen, ist, nach Stellenanzeigen zu schauen. Es gibt inzwischen natürlich viel mehr Vielfalt, aber das ist noch wirklich State of the Art. Die alle schreiben Bewerbung oder alle suchen erstmal nach Stellenanzeigen da draußen. Und Stellenanzeigen, ist nicht so überraschend, wenn ich das sage, sind keine Jobs, sondern Stellenanzeigen. Das ist ein ganz großer Unterschied, sich das mal klar zu machen. Da steckt übrigens auch nicht immer ein Job dahinter und schon gar nicht das, was da drin steht. Und da steht eigentlich auch immer das Gleiche drin.
Also ich will jetzt keine Recruiter, die anwesend sind. Ich kenne, wir beraten auch beide Seiten, muss ich dazu sagen. Wir wissen ja, wie Jobsuchende suchen, deswegen beraten wir auch die, die Leute suchen. Bei den Stellenanzeigen steht, in 80% steht drin, die Person soll, ich kann euch jetzt nicht so gut fragen, weil ihr keine Mikros habt, die sind teamorientiert, flexibel, belastbar. Ihr kennt das, es ist dieser, das kann man in einem Buch drüber schreiben, es ist immer das Gleiche. Die suchen immer die gleiche Person. Und das ist immer das, wenn man es zusammendampft, das ist so das Minimum, dass man sagt, okay, die muss kommunizieren können. Ob das dann so später wirklich wichtig ist im Job, ist ein bisschen egal, aber es nützt dir nichts, in der Stellenanzeige irgendwas zu lesen. Da steht ja nicht drin so, Alter, wenn wir das jetzt nicht hier hinkriegen, fahren wir dieses Projekt gegen die Wand. Da fehlen uns drei Leute. So eine Not steht da ja nicht drin. Oder es reicht auch, wenn du Literaturwissenschaften abgebrochen hast, wenn du das nicht kannst, komm vorbei. Melde dich, wir mögen uns. Sowas steht da nicht drin. Genauso wenig schreibst du dann als, ne, als Reaktion darauf, die schriftliche Wahrheit, genauso wenig schreibst du dann in deiner Bewerbung, denn das tust du dann als nächstes. Oh, ich hätte jetzt echt gerne mal einen netten Job. Also die Kollegin nervt so und das Geld ist auch nicht richtig. Sondern schreibst da rein, also ich habe mir mein ganzes Leben schon überlegt, so ein Job wie bei euch, genau das wäre genau das Passende für mich. Und ich habe mir auch die Webseite angeschaut. Das ist total klasse. Ich fühle mich da total gut aufgehoben. Du weißt nichts darüber im Zweifelsfall, aber du bist voll motiviert, das zu machen. Und das ist dieser krasse Anpassungsprozess. An so einen Zettel, sage ich jetzt mal, an so eine schriftliche Wahrheit, sich selber anzupassen, wird dann deutlich, wenn du dich auf drei verschiedene Stellen bewirbst, da schreibst du jedes Mal was anderes rein. Im besten Fall auch noch den Lebenslauf so ein bisschen, was weglassen, was betonen. Als wärst du drei verschiedene Leute oder 10 verschiedene Leute, je nachdem, wie viel Bewerbung du schreibst. Funktioniert auch total überhaupt nicht mehr. Und ist das große Verbiegen. Und wir versuchen, genau, ich erzähle euch jetzt mal, wie das normalerweise läuft übrigens, um euch dann zu zeigen, wie wir es umdrehen. Ich muss es sehr schnell, ich mach das sonst in 1,5 Stunden. Ich versuche noch schneller zu sprechen. Wenn ich zu schnell spreche, sagt ihr mir Bescheid. Also man versucht diese Bewerbungsunterlagen anzupassen. Und vor allen Dingen tut man immer so, ob das so wahr ist oder nicht. Man verhält sich immer so, als hätte man ganz viel Konkurrenz. Weil man möchte oben auf dem Stapel landen. Das heißt, man ist sofort in der Situation, oh, hoffentlich bin ich diejenige, die ausgewählt wird. Man will immer ausgewählt werden von... Ich weiß noch gar nicht genau, was das ist, aber Hauptsache, sie wählen mich aus. Das heißt, man ist immer in diesem Konkurrenzmodus. Und ich sage immer, es gibt doch genug zu tun da draußen. Es gibt für alle was zu tun. Wir sind uns gar, niemand ist so wie ich. Ne? Niemand ist so wie du oder wie du. Wir sind alle total einzigartig. Aber wir tun so, als müssten wir uns alle da reinquetschen, vergleichbar werden und dann wird die beste Person ausgesucht. Immer in dieser Konkurrenz. Genau, wir werden uns wir halten uns immer an diese Stellenanzeige. Und dann geht das Ganze, und das ist übrigens auf beiden Seiten ein Riesen-Business. Ne, es ist Headhunting, aber wir gehören ja auch dazu. Ne? Wir leben ja auch davon, dass Menschen Jobs suchen. Beratung und Karriereberatung und Employer-Branding. Und das ist auch echt ein Riesen-Business. Alle Seiten beraten sich, wie sich gegenseitig in den Assessments schlauere Fragen stellen können. Und dann lässt sich beraten, wie du schlauere Antworten auffindest. Also es wirklich schaukelt sich so hoch und es wird immer unechter. Und dann geht das Glücksspiel los. Also diese ganze Arbeit, die man da reinsteckt, ist letztlich dann doch nur vom Glück abhängig, im Sinne von, du musst Glück haben. Also nicht im Sinne von glücklich sein, sondern von Glück haben. Dann musst du erstmal Glück haben, diese Stellenanzeige gefunden zu haben. Das ist mal das Erste. Dann musst du das Glück haben, irgendwie halbwegs gut da drin zu sein, deinen Lebenslauf, dein Motivationsschreiben anzupassen. Hast du dich vielleicht beraten lassen, hast du geschafft. Zack, bist du oben auf dem Stapel gelandet. Glück gehabt. Dann kommt der Nasenfaktor. Ganz wichtiger Punkt, wird total unter den Tisch fallen gelassen. Die erste Begegnung, ob das nun ein 5-Mann-Betrieb ist oder ein Konzern oder eine riesen NGO oder whatever, der erste Eindruck ist wichtig. Und ich möchte nicht darüber diskutieren, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Ich will nur sagen, er ist da. Und vielleicht ist das gar nicht immer so schlecht. Ne? Das ist natürlich, will jetzt nicht irgendwelchen, gibt natürlich Kriterien, man sagt so, eine Frau fällt durch oder jemand mit einer bestimmten Hautfarbe oder einem sozialen Hintergrund wird sofort abgelehnt. Das passiert natürlich auch. Das finde ich natürlich nicht richtig. Aber dass man grundsätzlich schaut, Mensch, diese Person, die würde in unser Team passen oder wir mögen uns, ist eigentlich auch eine legitime Sache und passiert übrigens eigentlich fast immer, weil der Arbeitsmarkt, der verdeckte Arbeitsmarkt, ungefähr 2-mal so groß ist wie der offene Arbeitsmarkt über offene Stellen. Also Nasenfaktor. Aber sagen wir mal, du hast Glück gehabt, bist weitergekommen. Wir machen jetzt die Glückspersonen, die alles schafft. Nasenfaktor ist wunderbar gelaufen, die mögen mich, ich komme weiter. Brauche ich wieder Glück, dass ich einen guten Tag habe bei den Bewerbungsgesprächen. Ich muss gut drauf sein, ich muss gute Laune haben, ich muss irgendwie auch performen können. Ob ich das später, diese Skills später im Beruf brauche, im Job, ist ein bisschen egal. Hauptsache, ich kann es in diesem Moment, das ist wie bei Prüfungen. Man muss bei Prüfungen gut sein, egal wie gut man ist. Sagt relativ wenig darüber aus. Und vor allen Dingen muss die andere Seite auch irgendwie gut drauf sein. Wenn die gerade einen schlechten Tag haben, wenn ich dran bin, wäre halt auch doof.
kannst du nicht, also das ist nicht, weil ich so besonders gut bin, sondern mit ganz viel Glück hat das funktioniert und ich bin weitergekommen. Und vor allen Dingen muss ich Glück haben, dass die anderen das weniger gut können. Das ist dieser Konkurrenzmoment, hast du auch keinen Einfluss drauf. In dem Moment sozusagen, vielleicht haben die anderen einen besseren Tag erwischt. Vielleicht sind sie gar nicht besser für den Job geeignet, aber es ist ja einfach nur so eine Prüfungssituation, die wir künstlich herstellen in den klassischen Jobmatching-Prozessen. Dann brauchst du nochmal Glück, wenn du den Job trotzdem gekriegt hast, die anderen alle nicht so gut drauf waren, nicht so gut performt haben, Geld verhandeln. Geld verhandeln ist mein Lieblingsmoment in dem Konkurrenzdenken, habe ich gestern auch erzählt, in dem Moment, wo jemand sagt, in dem Moment möchte ich aber nochmal verhandeln. Ne, ich habe die Zusage bekommen zu einem Job. Ist mir tatsächlich mal so passiert, dass dann die andere Seite sagt so, nö, Kathi, da kann man glaube ich nicht mehr drüber verhandeln. Der Chef fand ja Nummer zwei auch nicht so verkehrt. Und die sind auch nicht verkehrt. Ich habe es gestern schon erzählt. In so einer Konkurrenzsituation, wenn ganz viele Leute angeblich auch noch, wenn eine große Auswahl ist, kannst du dich nicht mehr auf Augenhöhe verhandeln. Das künstliche knappe Gut, die Konkurrenz, die hergestellt wird, führt dazu, dass wir uns erstens matcht es nicht richtig und es geht nur noch ums Geld irgendwann. Ne? Das ist natürlich sehr schematisch, was ich hier erzähle, aber einfach mal die Gedanken flip sozusagen zu machen, hilft wahrscheinlich schon mal den meisten weiter. Und dann braucht man eben eigentlich das beste Quäntchen Glück, braucht man dann am Ende. Es gibt leider noch eine Kirsche auf der Torte des Glücks, denn dann fängst du an in dem Job und dann muss er dir auch noch gefallen. Weil dann geht es erst darum, und das ist das, wo ich die meiste Sorge habe bei den Leuten, die zu uns kommen. Sie kriegen den Job und dann stellen sie fest, so, oh, so war das, das habe ich mir ganz anders vorgestellt. Weil da geht es ganz wenig darum. Ne? Also ganz, ganz viel, was wir beraten, ist, macht die Prozesse transparent. Wo sitzt die Person, mit wem arbeitet sie? Ne? Also dass man wirklich auch weiß, worum es wirklich geht. Und da hat man auch schon gar nicht mehr so viel Konkurrenz im Nacken. Also dieses Glücksspiel versuchen wir aber umzudrehen. Wir heißen Flip Job Market, weil wir ganz viele Sachen auf den Kopf stellen. Bei uns geht es nicht darum, wie gut man ist, sondern wie gerne man was macht. Wir arbeiten nicht mit Zielen, sondern mit Serendipity, mit dem glücklichen Zufall. Und wir arbeiten damit, dass wir das auf den Kopf stellen. Was können wir daran ändern? Wir können daran ändern, ganz als allerersten Schritt, wir hören auf, Stellenanzeigen anzugucken. Es ist ganz viel Kraft und ganz viel Ressource, die da frei wird, weil man nicht den ganzen Tag vor Augen hat mit jedem Newsletter, ah, das passt nicht, ah, das ist auch ein Beruf, den ich nicht kann und das passt alles nicht. Ich bin zu alt, ich bin zu jung, ich bin zu überqualifiziert, zu unterqualifiziert. Man sieht die ganze Zeit, was nicht passt. Sehr kraftraubend, ist wirklich ernsthaft, das macht wirklich krank auch. Ein Punkt, keine Stellenanzeigen mehr angucken. Der zweite Punkt ist, sich nicht mehr verbiegen mit einem Lebenslauf und einem Motivationsschreiben. Ich sage immer, maximal ein Motivationsschreiben, das möchte ich machen, so bin ich, das mache ich gerne. Das wäre schön zu finden, dafür interessiere ich mich und das kann man sozusagen wem auch immer schicken. Und wenn das nicht funktioniert oder wenn das nicht eine Organisation ist, wo das passen könnte, dann ist es vielleicht auch nicht die richtige Organisation, wo ich mich überhaupt zeigen sollte. Also weg von diesem Selbstvermarkten hin zu so bin ich halt. Es nützt ja nichts, weil letztlich kriegt man dann doch dich so, wie du bist und nicht, wie es in deiner Bewerbung steht. Das kann man ja nicht sich die ganze Zeit so verbiegen. Zweiter Flip. Das dritte, was man machen kann, da haben wir eine schöne visuelle Lösung gleich dafür gefunden, weil ich wische dann an der Stelle immer so diese anderen Menschen weg. Ich sage immer, kümmere dich nicht um die anderen Menschen im Sinne von Konkurrentinnen und Konkurrenten. Es gibt genug für alle. Die können alle ihren eigenen Weg gehen, so wie ich ihn gleich beschreiben werde, aber sich nicht mehr als Konkurrent, sondern als Partner in einem Netzwerk zu verstehen, wo wir uns gegenseitig sagen, du, ich komme mit diesem Typen da nicht klar, in dem Unternehmer, vielleicht ist das für dich was. Du bist ja anders drauf als ich, wir sind einfach unterschiedliche Menschen. Dass wir die besten Matches auch gegenseitig uns helfen, aber vor allen Dingen, wenn du aus der Konkurrenzsituation raus bist, stellst du dich selbst in den Mittelpunkt. Es geht nicht um den Job, es geht um dein Leben, es geht um dein Berufsleben. Es hat so ein bisschen dieses Buzzwordige, der Mensch im Mittelpunkt. Ich habe vor ein paar Jahren mal gelernt, dass das der Lieblingsspruch von Erich Honecker war. Ich glaube, die CDU und die Arbeitsagentur hatten das auch schon mal als ihr Motto. Aber für uns ist wirklich die Idee, wegzukommen von der Idee, dass es um eine Jobsuche geht, sondern es geht um die Gestaltung von deinem Berufsleben. Und das hört sich so ganz einfach an. Ach, vergiss das mal, wenn du deine Miete zahlen musst, ist nicht so einfach. Aber dieser Gedanke ist der wichtigste Gedankenflip, den wir vollziehen, dass du nicht mehr darüber nachdenkst, dass es um den Job geht, weil du dich dann immer nur anpassen wirst, sondern erstmal in Ruhe. Im Ellen hat er so eine schöne Sonne gleich schon reingemalt. Das ist unsere sechsfädrige Matrix dafür. Erstmal durchatmen und so gucken, was möchte ich eigentlich wirklich gerne, ne, für das, was ich gerade schon angerissen hatte, was möchte ich gerne vorfinden. Mit was für Leuten möchte ich gerne arbeiten, an was für Orten, will ich überhaupt hier in dieser Stadt sein oder ganz woanders sein? Also wie kann ich sozusagen erstmal mich selber finden? Und da ist unser Zentrum
immer das Gerne. Und das ist auch die Idee, wie man wegkommt von dem, was man bisher gemacht hat. Dass man, ich habe bisher das gemacht, jetzt möchte ich lieber das und das weitermachen. Oder mehr da und davon machen und in die Zukunft zu schauen und nicht immer nur in rückwärts zu schauen. Wenn ich diese Sonne, wie wir das nennen, dieses Coaching oder diese Selbstfindung oder dieses sich mal klar werden über das, was man gerne möchte, das sich ja auch verändert im Leben, ne? Das ist sehr dynamisch und organisch, wie wir das machen. Wenn ich das rausgefunden habe, kann ich rausgehen und Achtung, immer noch keine Jobs suchen. Wir vergessen immer noch, dass wir einen Job suchen. Es ist wirklich nicht so einfach, aber es ist ganz, ganz wichtig und wirklich sehr ungewöhnlich. Dann geht man raus und guckt sich jetzt mal an, was gibt es denn da draußen? Und zwar machen wir das über ein Thema. Ihr habt ja heute diese Kärtchen vielleicht gesehen. Wir sind so die mit diesen themengeleiteten Netzwerken. Ich sage, ich interessiere mich für, keine Ahnung, für Mode. Und jemand sagt, ah, dann musst du Modedesignerin werden. Und dann mach doch einen Modeladen. Und dann denke ich so, ja, das ist so der Shortcut, kann man drüber nachdenken. Aber red doch mal mit 10 Leuten, die mit Mode zu tun haben, die wirklich in diesem Bereich arbeiten. Dann gehe ich raus und suche Informationen und rede mit jedem, der mit Mode zu tun hat, ohne dass ich denke, ich will diesen Job machen oder dort arbeiten. Und dann finde ich Sachen heraus, die ich gar nicht hätte suchen können, weil ich gar nicht weiß, was es da draußen alles gibt. Die stehen nicht irgendwo und ich komme vielleicht dahin, ich interessiere mich für Mode, aber eigentlich interessiere ich mich für Straßenkultur oder für, keine Ahnung, wo diese Mode halt herkam, oder ich interessiere mich für nachhaltige Produktion von Stoffen in Europa oder keine Ahnung, vielleicht ist ein ganz anderes Thema dahinter und da kann ich erst dahin kommen, wenn ich mit vielen Leuten gesprochen habe. Wenn die Leute den ersten logischen Schritt machen, ich hatte jetzt jemanden drin, der interessiert sich für Fahrräder und dem sagen alle, mach doch einen Fahrradladen auf. Ich will keinen Fahrradladen aufmachen. Der interessiert sich vielleicht für Mobilität oder ähnliches oder vielleicht noch was ganz anderes. Und da kommst du erst hin, wenn du dir in Ruhe anguckst, wo gefällt es mir. Und dann gehst du deine Sonne durch. Ist das ein Ort, den ich mag? Sind da Werte dabei, die gegen das verstoßen, was ich an Werten mitbringe? Sind das wirklich die Themen, die mich interessieren? Und vor allen Dingen im nächsten Schritt, suchen die jemanden, können die jemanden gebrauchen, der das gerne macht, was ich gerne mache? Brauchen die jemanden, der gut kommunizieren kann? Ich interessiere mich für Mode und ich kann gut rechnen. Wird man vielleicht, keine Ahnung, irgendwas im Controlling, im Modebereich. Ist genauso was mit Mode sozusagen, also dass man da ein bisschen weiter denkt, dass man da kombinieren kann, wenn man seine Fähigkeiten differenziert hat und wenn man das, was man möchte, auch differenziert hat. Man sucht immer noch nicht nach einem Job, wenn man Orte gefunden hat und ein Netzwerk aufgebaut hat, weil man immer mehr Leute kennenlernt rund um dieses Thema. Das ist dieses automatische sich vernetzen mit Leuten. Deswegen sind wir auch alle auf so einer Republika, weil wir uns für die gleichen Themen hier interessieren und uns vernetzen wollen. Da passieren halt wirklich auch tatsächlich die Dinge, dass man zusammenarbeitet zum Beispiel. Dann ist es fast nicht mehr zu verhindern, dass man sagt, okay, du kannst unser Problem lösen, du machst sowas gerne und du bist in unserem Netzwerk und du stehst hier gerade. Mensch, lass uns doch mal reden, wie wir das hinbekommen. Denn, und das ist vielleicht der Clou, dann höre ich erst mal auf mit Blick auf die Zeit, Arbeit ist der Tausch von Arbeitskraft gegen Geld. Und es ist nicht das Verkaufen oder knappes Gutmachen von Arbeitsplätzen oder Fachkräften. Sondern in dem Moment, wo ich sage, ich löse dir ein Problem oder ich übernehme eine Aufgabe und ich bekomme Geld dafür, dann erhöhen wir gemeinsam den Mehrwert. Das ist so die ganz einfache Definition von Arbeit. Und lustigerweise passiert das. Ihr wisst alle, dass das so passiert. Wenn ihr euch jetzt mal umdrehen würdet, miteinander reden würdet und euch fragt, wie bist du denn zu deinem Job gekommen, dann werden die wenigsten sagen, da wo ich jetzt bin, bin ich mit einer Bewerbung hingekommen. Die meisten, ach, das hat sich so ergeben und dann ist das passiert und dann bin ich so reingerutscht, dann bin ich hängen geblieben. Das sind so die klassischen Antworten. Frag jeden. Ne? Das ist tatsächlich das, was wir versuchen nachzubauen. Was in der Wirklichkeit eigentlich so passiert, im sogenannten verdeckten Arbeitsmarkt, haben wir in eine Methode gepackt und befähigen sozusagen Leute, diese Sonne herauszufinden und diese Netzwerkmethode zu lernen. Das ist so wirklich so die ganz kurze Variante, um eben nicht sich immer wieder anzupassen und zu merken, so, oh, das ist eigentlich gar nicht das, was ich machen will. Ich guck mal auf die Uhr, 10 Minuten. Und jetzt setze ich mir Kopfhörer auf, weil jetzt könnt ihr Fragen stellen. Also ich rede auch noch länger weiter. Ihr merkt das schon, das wäre nicht so, das muss ich schon gestoppt werden. Ich leg mir das mal. Und die Frieda hat auch ein Mikrofon. Ja, hallo, danke, Christian. Ich stehe selber als Arbeitgebender immer wieder vor dieser Problematik. Ich sage ganz oft so einen Satz wie, ey, du gibst mir dein Leben und ich kann dir nur Geld dafür geben. Es geht um unser Leben. Ja, es ist doch so, ich gebe dir Lebenszeit, ne? Weil ja. Lebenszeit kommt nicht aus dem Automaten, Geld am Ende schon. Der Punkt ist, damit kommen ganz wenig klar. Also wie können wir genau diese Botschaft, ich liebe dich dafür, ja, wie können wir genau diese Botschaft noch weiter verbreiten?
kommt alle zu uns an den Stand. Nein, ernsthaft, das ist auch, wir sind nicht in der Konkurrenz, in dem Konkurrenzgedanken. Wenn ganz viele Leute sagen, so machen wir das weiter, dann wird was draus. Das ist ja, würde auch uns nutzen. Also ich verdiene mein Geld damit oder wir verdienen unser Geld damit. Es lässt sich erlernen. Versuchen wirklich, und da gibt es ganz viele Möglichkeiten, das auch nachzubauen. Das wird ja in 5 Jahren auch nochmal wieder anders sein, als es heute ist. Das lässt sich wirklich für jedermann lernen. Und wir vor allen Dingen, also unser Herz schlägt ganz besonders für Menschen, die mit jungen Leuten Berufsorientierung machen. Weil, ne, ich meine, wer Kinder in dem Alter hat oder selber, wo das vielleicht noch nicht so lange her ist, wo man immer noch so mit doppelt unterstrichen Thema und Lebenslauf ordentlich machen und bloß keine Fehler machen, also als ob das daran liegen würde, dass man Tippfehler drin hätte. Also daran wird kein Arbeitsplatz, eine Ausbildungssuche vor allen Dingen auch scheitern. Genau, gibt es noch weitere Fragen? Danke. Es ist genau der Punkt, ne? Weil am Ende investiere ich viel Zeit und dann kommt es am Ende sowieso raus, wie du bist, dann sei doch gleich von Anfang an so. Ist für alle besser, echt. Es gab noch mehr Fragen da. Da ganz hinten war gleich, glaube ich, als erstes jemand. Das ist sonst meine Rolle, hier sowas zu machen. Das hört sich total super an. Kannst du ein bisschen konkreter werden? Konkreter werden, was die Methoden angeht zum Beispiel? Genau, also das ist eine, ich kann mal ein Beispiel bringen, dass wir herausfinden. Um 3 Uhr, also 15 Uhr, am Stand C4, Get a Job, könnt ihr eine der wichtigsten Methoden direkt ausprobieren. Also wer Lust hat, Facilitated Networking, sozusagen diese Informationssuchmethode, könnt ihr direkt ausprobieren. Genau, das ist das eine. Eine andere Idee wäre, dass wir ich sehe hier auch ein paar, die das auch schon mal bei uns gemacht haben. Am Stand sind ganz viele, die euch erklären können, wie unsere Methode tatsächlich funktioniert. Zum Beispiel gucken wir immer nicht auf das, was du gut machst in Geschichten. Also wir machen so ganz viel biografische Arbeit und fragen die Leute, was hast du denn gerne gemacht? Und dann muss man tatsächlich über mehrere Wochen mal nachdenken, was habe ich denn gerne gemacht? Wenn ich euch jetzt fragen würde, schreibt mal 7 Situationen auf, in denen ihr was Schönes machen wolltet, euch dabei gut gefühlt habt und mit dem Ergebnis zufrieden seid. Und es soll keine Erfolgsgeschichte sein, sondern wo ihr denkt, würde ich jederzeit super gerne nochmal machen. Da stehen die Leute manchmal stundenlang da, so, Gott, mir fallen nur 3 Sachen ein. Ich denke, ist doch irre. Also dahin zu kommen, sozusagen wirklich und sich gegenseitig zu spiegeln, das meinte vorhin auch jemand, mir fällt es leichter, bei dir zu sagen, was du gut kannst, ne, was dir leicht fällt, weil das ist so selbstverständlich für dich selber, dass du das selber gar nicht mehr sehen kannst. Deswegen arbeiten wir zum Beispiel immer in Gruppenprinzipien. Ne, weil ich denke mir so, naja, hier vorne stehen und in so ein Mikro labern ist jetzt irgendwie, das mache ich den ganzen Tag, mache ich wirklich häufig, das ist jetzt irgendwie, da fühle ich mich wohl, sonst würde ich das hier nicht machen. Auch ich muss meine Arbeit gerne machen, ich muss ja immer Vorbild sein, wenn ich sowas hier laut rumposaune. Und andere sagen so, oh krass, ey, wäre ich voll aufgeregt, hätte ich keine Lust drauf. Und die machen andere Sachen, wo ich denke so, um Gottes Willen, was die den ganzen Tag machen, ich würde sterben. Ne, also, dass man da in dieses Gerne kommt, eben über Feedback sehr viel auch. Genau, da war noch eine Frage. Ja, danke für die Vorstellung. Ich bin Laura. Also ich habe die Frage so nach der Erfahrung mit dieser Methode, wie lange dauert das, bis jemand einen Job findet oder Startup fängt an oder sowas? Ja, danke für diese Lieblingsfrage, die natürlich immer kommt. Übrigens war auch die Bundesagentur für Arbeit findet das ganz spannend, aber die kann zum Beispiel sehr schwierig auf der Ebene, Maßnahmenebene mit uns arbeiten, weil eins der Ergebnisse von so einem Coaching kann auch sein, dass die Leute erstmal kündigen. Das finde ich, würde sagen, für Arbeit nicht so geil. Und das ist super unterschiedlich. Wir haben da tatsächlich Franziska stehen, eine tolle Journalistin, die für uns Geschichten sammelt von Leuten, die bei uns auf der Webseite fangen wir gerade an, Geschichten aus dem Flipperium haben wir das genannt, wo Leute einfach erzählen, was ist dann passiert. Ich sage immer, wir garantieren nicht, dass du einen Job findest. Wäre bescheuert, wäre auch falsch. Aber wir garantieren, dass du mehr Optionen hast. Und dass, wenn es funktioniert, es länger hält oder dass es sozusagen nachhaltiger ist. Und das kann, bei mir selber hat das mal ein halbes Jahr gedauert, als ich das erste Mal gemacht habe. So mit einmal die Woche losgehen, hatte ich noch ein Baby dabei. Es strahlt nichts mehr aus, dass man keinen Job sucht, als ein Baby dabei zu haben. Guter Tipp, vielleicht noch ein Hund, ist auch gut. Ist sehr unterschiedlich. Manche sagen, ich mache erstmal ein Sabbatical. Manche sagen, ich mache das jetzt 3 Monate am Stück oder 2 Monate am Stück. Mache jeden Tag 2 solcher Informationsgespräche.
Das Coaching selber dauert insgesamt 3 Monate mit 14 Präsenztagen. Also es sind so verteilt die Tage, könnt ihr euch genauer angucken bei uns. Aber wie lange es dann dauert, ist dann deine Dosierung tatsächlich. Und das machst du dann nach 5. Das Geile ist, du machst das dann nach 3 Jahren, wenn es vielleicht wieder anders ist. Dann ist dein Leben, keine Ahnung, hast du dich nach Korea verliebt und musst ganz neu anfangen, packst du das wieder aus, justierst ein bisschen deine Sonne nach und gehst wieder los oder weiter im Prinzip. Okay, für 1-2 Fragen haben wir hier noch Zeit. Wo sind noch welche? Weitere, da ist noch eine Frage, das schaffen wir noch. Das war die gleiche Frage hier vorne ungefähr. Hi, ich bin Maria. Ich habe eine kurze Frage zu dem Skill-Netzwerken zu betreiben. Ich finde das tatsächlich relativ schwierig. Und das ist ja aber das, was eure Herangehensweise ist. Also ist das was, was ihr im Coaching auch vermittelt, wie einem das leichter fällt? Ja, wir vermitteln nicht. Also es wurde erfunden übrigens, dass die Grundidee von dieser Recherchemethode, die wir benutzen, wurde von Daniel Porot, den ich sehr gerne hiermit würdige an dieser Stelle immer, entwickelt. Das ist ein Schweizer Karriereberater und der hat das für Leute entwickelt, die sich für zu schüchtern halten, die eben nicht das so in die Wiege gelegt bekommen haben, hier und da mal zu schnacken, ne? So wie das so halt Leute machen, denen das leicht fällt. Man kann sich das vorstellen wie eine empirische Untersuchung in persönlicher Sache. Ne, man geht rum wirklich so mit dem inneren Auftrag, ich muss jetzt mit 12 Leuten sprechen, meinetwegen, oder mit 5 oder mit 20, kannst du dir dann aussuchen. Und ich stelle denen immer die gleichen 5 Fragen oder 6 Fragen. Und hinterher gucke ich mal, okay, was ist das Learning da draus? Ich war an den Orten, ich habe mit den Leuten gesprochen, ich habe irgendwie was erlebt, ich habe immer die gleiche Art von Antworten bekommen und mir dabei ein Netzwerk aufgebaut. Das heißt, du kombinierst diese Information, du machst eigentlich eine Informationssuche. Und das Netzwerk passiert automatisch. Also du gehst nicht los und sagst so, hey, ich bin's und ich stelle mich vor. Wir haben ja dieses Jane Fonda-Prinzip, das vielleicht noch am Ende, die gesagt hat, versuche nicht interessant wirken zu wollen. Also man muss sich nicht 20 Mal dann vorstellen und 20 kleine Bewerbungsgespräche führen. Das wäre ja Horror. Ne, so, stellst nur Fragen. Versuche nicht interessant wirken zu wollen, versuche interessiert zu bleiben. Das heißt, du gehst raus und sagst, Mensch, du interessierst dich auch für Mode, geil, du machst Mode. Also nun, dann kommt man ins Gespräch und dann stellst du deine paar Fragen. Das dauert nur ein paar Minuten, das sind wirklich nur so 6-7 Minuten kleine Interviews. Und das ist wirklich so wie ein Abarbeiten. Das ist nicht wirklich wie ein sich in den Mittelpunkt stellen. Das ist viel, viel angenehmer. Und lustigerweise, wenn jemand zu mir kommt und sich für mich interessiert, erscheint die Person mir viel interessanter, als wenn sich die hinstellt und von sich nur erzählt. Wir haben so eine Kultur, wo Leute lieber von sich erzählen und das ist, wir versuchen genau das umzudrehen. Aber das könnt ihr gleich bei uns am Stand ausprobieren. Danke für dieses geile Bild. Ich habe es am wenigsten von allen gesehen. Ich gucke es mir gleich mal in Ruhe an. Danke, Ellen von 123 Comics. Das werden wir sicherlich auch veröffentlichen, ne? Frieda, ja. Vielen Dank. Wunderbar. Vielen, vielen Dank. Danke für euer Interesse. Großes Dankeschön nochmal an Kati und auch Juliane vom Flipjob Market und auch an Ellen von 123 Comics.